Liebe Camperfreaks, es ist soweit. Da seht ihr meinen Motocross-Helm für mein ATV, nicht Quad. Ich habe in den letzten zwei Wochen gelernt, übrigens, da ist die Tanja, die sagt auch mal Hallo. Hi. Fährt jetzt BMW, wir fahren jetzt hier auf der Autobahn Richtung Friedberg, zum Quad-Center Friedberg. Da holen wir jetzt unser ATV und wie wir ihn getauft haben, erfahrt ihr nach dem Intro. Some crazy stuff, yo! Jeez, Rick, oh my god! Hey, wait a minute, Rick. I thought this was a commercial. What's going on? I mean, relax, Morty. Don't worry about it. Let's just see where this goes. Oh my god, it's still the commercial. So, wir sind jetzt da. Ja, unser ATV wird gleich vorgemacht. Ich dachte, er wird hier draußen. Ich dachte, der da, zeig mal, schwenk mal kurz. Der wäre meiner, kannst du wieder zurückschwenken. Ist es aber nicht. Der wird jetzt gleich geholt. Und ja, ich freue mich tierisch. Alle Unterlagen habe ich schon mal gekriegt hier. Soweit. Und ja, kann dann losgehen. Ich habe auch einen schönen Helm. Ich habe auch eine Sturmhaube. Also ich freue mich einfach. Also die Optik stimmt schon mal, würde genau, ich sagen. Genau, Optik stimmt. Ne? Jetzt muss man mal mit dem Fahren das hinkriegen. Der jetzt, aber hier, es ist das 2019, aber der ist ein etwas älteres, ja, nicht das 2022er. Meins wird dann so aussehen, werdet ihr ja gleich sehen. Oder werdet ihr auch gleich erfahren, wie wir ihn getauft haben. Set. So, zwei starke Männer. Schieben ihn raus, wow. Ja, da wird er gleich Augen machen. Er hat ihn noch nicht gesehen. Ich sehe ihn jetzt als erstes quasi. So, Schatz, du kannst rauskommen. Was ist, traut er sich nicht? Ja, komm. So. Ich habe ihn schon gesehen. Cool. Ja, mega. Ja, da ist das gute Stück. Ich sehe ihn jetzt zum ersten Mal und ja, schön, schön, schön. Er gefällt mir sehr, sehr gut sogar. Ja, also 600er und hier filmen wir es auch mal hier, Quad Friedberg, quad-friedberg.de, da könnt ihr hin. Tolle Leute hier. Ja, froh, dass ich ihn habe. Kriegt gleich eine Einweisung. Der Besitzer ist ein bisschen schüchtern, deswegen werden wir das ohne euch machen. Aber danach werde ich euch das einfach erklären. Was alles zum Quad dazugehört, also zu unserem Baby. Wichtig war uns nur heute, das mit euch zu teilen und festzuhalten, ja, für die Annalen. Also genau, wir wollten ja noch verraten, wie er heißt. Sollen wir es jetzt verraten oder zum Schluss? Ja, verraten wir jetzt. Okay. Warum also, und wie du ihn getauft hast. Genau, also wir haben ihn Elvis getauft. Hat den Grund, wir sind hier in Friedberg, wenn man hier die Straße runterfährt, also wenn ihr mal bei Quad Friedberg sein solltet, hier im Center, dann kommt ihr, wenn ihr von vorne kommt, zwar nicht, aber auf der anderen Seite, kommt ihr an einen großen Kreisel und da werdet ihr eine Elvis-Gedenktafel sehen, eine riesengroße aus Stahl und hat folgenden Hintergrund. Elvis Presley hat hier gedient von 58 bis 1960, also von 1958 bis 1960, also zwei Jahre und das ist hier gleich. Und weil wir Elvis Presley so toll finden und auch den Kinofilm dieses Jahr gesehen haben und Elvis wirklich mega ist, haben wir unser ATV Elvis getauft. Genau, deswegen. Ja, bei uns kriegen alle fahrbaren Untersätze Namen. Genau, und guck mal hier das Schild auch noch, finde ich auch mega. Das haben sie richtig schön gelöst. Es gibt ja viele ATVs, da wird das hier rangeschraubt. Hier darf man gar nicht, aber hier vorne wird es rangeschraubt. Und dann sieht das nicht so schön aus. Und ich finde es richtig toll, dass sie das genau hier rangeschraubt haben. Da unten, das kann man auch ein bisschen hochklappen, genau. Da sieht man aber auch hier, hat man hier nochmal, wenn man was abschleppen will oder so, oder sich irgendwo festkrallen will, oder nicht mehr rauskommt, kann man da noch sich rausziehen aus eigener Kraft. So, und jetzt lasse ich mich mal einweisen. Aus. Ihr seht es auch hier, die Tastenkontrolle. Ja. Du hast da halt vor und dann hast du da halt. Geh da mal ein bisschen weg, dann ist das Auto. Ich guck mal vor. Unter den Kraftfahrzeugen, nicht nur versicherungstechnisch als Traktor, stinkt auch wie ein Traktor, hört sich an wie ein Traktor,
ist ein Traktor. Die Überfahrt hat sehr, sehr gut geklappt. Also ich habe jetzt knapp 30 Kilometer gemacht von Friedberg hier nach Frankfurt. Und ja, ich bin absolut begeistert von der TGB 600er. Also wirklich tolles Teil. Ich bin auch froh, dass ich nicht die 1000er genommen habe. Die ist hat noch mehr Bums. Also die fährt locker 120. Die hier fährt so. Ich bin sie aber nicht ausgefahren, bin ich ehrlich. Und an alle Verkehrsteilnehmer, die hinter mir waren, die ersten 5 bis 10 Kilometer, sorry, ich bin nur 50 bis 60 gefahren. Musste mich erstmal eingewöhnen an das Ding, weil sie ist auch leicht gefedert, also weich gefedert so rum. Und ja, da kriegt man ein bisschen Schiss, aber man gewöhnt sich. Also top. Also ich benutze dann immer, wir haben ja hier, könnt ihr mal sehen, wir haben ja beides. Einmal Daumengas, hier haben wir das Daumengas. Und hier haben wir den Gasgriff. Also ich habe mich für die Variante entschieden. Und hier, was hier eigentlich war, hier 4x4 und ganz normal Hinterradantrieb, ist jetzt da verbaut worden. Hier war kein Platz mehr. Hier oben war kein Platz mehr dafür. Deshalb hat man das hier hinten hier in der Mitte verbaut. Ist nicht schlimm. Ist okay für mich. Klar, da habe ich jetzt zwei Schrauben drin. Also ja, ist jetzt nicht so schlimm. Das ist ja Plastik. Das kann man ja austauschen. Wenn Elvis mal verkauft werden sollte, dann kann man das austauschen und sagen, okay, dann hast du nur noch das Daumengas und nicht mehr Gasgriff und Daumengas, wie es bei uns ist. Ja, und hier der Koffer, haben wir vorhin ja nicht gezeigt. Ja, den kann man bis zu 50 Kilogramm beladen, da passt auch allerlei rein. Also meine Tasche hier, und der ist noch tief, also da geht es noch ein bisschen rein. Vielleicht sieht man das. Und ja. Die Schlussleuchte, dann die Grafik da hinten, Auspuff, okay. Die fetten Reifen. Klar, er riecht jetzt noch ein bisschen nach Plastik. Das muss ich erstmal alles noch einfallen, ist ja nie lange neu. Und ja, also ich bin froh, dass wir Elvis haben. Der ist geil, der ist cool. Und weitere Fahrberichte dann so in den nächsten Wochen, denke ich mal. Ich muss mich erstmal ein bisschen eingrooven, aber den habe ich auch fürs Alltag, für den Alltag gekauft. Jetzt nicht nur hier für den Sommer. Und dann lasse ich ihn in Ruhe. Und hier unten übrigens haben wir auch die Seilwinde. Wollte ich euch nochmal zeigen. Die habe ich ein bisschen reingemacht. Muss mal fragen, die Jungs, wie weit ich die reinfahren soll. Oder ob die so locker da hängen soll. Ansonsten, ja, top Gefährt. TGB 600er. 2 Daumen nach oben. Schaut es euch an. Ich verlinke mal die Seite vom Quad Center Friedberg. Und natürlich auch vom Hersteller TGB. Und also ich finde, das Ding ist mega geil und ja, macht Spaß. Und ja, bis zum nächsten Mal. Thank you.